Herzlich willkommen zu diesem Video und heute machen wir einen kleinen Jahresrückblick. Was hat sich so rund ums Thema Hamsterrad-Aussteiger, Finanzen und auch ich als Person so im ganzen Jahr 2022 getan? Da gab es nämlich einiges und deswegen habe ich es hier mal in drei Kategorien unterteilt. Ich habe übrigens auch zwei Hände, aber ich halte in der anderen hier das Tablet, weil so viele Notizen sind. Deswegen fuchtel ich nur mit der hier rum. Kategorie Nummer 1, Scam, Fails und nicht so coole Sachen. Kategorie 2, ja, alles rund um den Blog, um den Kanal, die ganzen Social Media Auftritte und so weiter und so fort. Und als drittes, was war denn bei mir so persönlich los? Denn viele wissen das ja nicht. Viele folgen mir tatsächlich erst, seit ich ganz viel hier über Finanzen und diesen Cashflow-Turbo-Projekte, nenne ich sie mal, rede. Ursprünglich kam der Hamsterrad-Aussteiger ja daher, dass ich quasi selber noch angestellt war und einfach mal dokumentiert habe, was ich denn so machen will. Ich wollte irgendwie finanzielle Freiheit erreichen, um die Welt reisen und nebenbei Geld verdienen. Das war so der Plan. Habe einfach mal angefangen, das zu dokumentieren, aufzuschreiben. Und deswegen gab es anfangs das finanzielle Freiheit-Tagebuch, so habe ich das genannt. Da war einfach regelmäßig ein Update, was ich denn so gemacht habe, um einfach irgendwie versuchen, Online-Geld zu verdienen. Falls du es noch nicht gelesen hast, die meisten wissen es, wie gesagt, wahrscheinlich nicht, gerne einfach mal reingucken, ist unten verlinkt. Jedenfalls ging es da auch viel um mich persönlich eben oder mich als Person. Deswegen dachte ich, nehmen wir es einfach in den Jahresblick mal wieder rein. Vielleicht interessiert es ja ein paar und dann ist es nachher auch einfacher, wenn ich mal irgendwann den nächsten Teil vom Tagebuch schreiben will. Das habe ich nämlich seit 1,5 Jahren ungefähr, glaube ich, nicht mehr gemacht. Fangen wir an mit der ersten Kategorie, nämlich Scams, Fails, unschöne Dinge. So, jetzt war ja das letzte Jahr geprägt von einigen größeren Problemchen, sage ich mal. Jetzt nicht die politischen Sachen, die lassen wir mal raus. Es sind einfach so viele Sachen passiert, dass eben zum einen der Kryptomarkt gecrashed ist, FTX-Pleite, Terra Luna-Pleite, ging ja alles runter und da. Zum einen hat sich natürlich bei manchen Projekten hat's einfach einen Stecker gezogen, sogar Hedgefonds sind pleite gegangen. Andere Projekte waren aber einfach nur als Scam konzipiert, sind deswegen abgehauen und manche waren halt noch als Scam konzipiert und durch den Crypto-Crash sind sie schneller abgehauen. Da war ja wirklich alles dabei. Ich meine, ich glaube, wir haben alle mitbekommen, Atiora, Zion Finance, Cairo Finance, White Orcs, wo viele drin waren. Was habe ich nicht alles in der Telegram-Gruppe gelesen? Wir können gerne unten noch reinschreiben. Ich muss ja von mir zum Glück sagen, ich habe eine recht gute Scam-Vermeidungsquote. Also ich habe letztes Jahr auch, im Endeffekt, habe ich von allen Projekten nur getroffen Kankri, Atiora, FVP, wobei das ist immer noch so ein bisschen hin und her. Yield Notes, da bin ich mir echt unsicher, was das gibt, weil da, man muss einfach sagen, die machen momentan so viel Aufwand. Wenn du scammen willst, machst du eigentlich nicht noch so viel Aufwand. Und natürlich noch der berühmteste Vertreter wahrscheinlich des letzten Jahres, Juicy Fields. Klar, auch da gab es Anzeichen, aber das kam mir dann wirklich so von heute auf morgen, war plötzlich alles aus. Also da war sehr, sehr viel los. Ich mache auch noch ein separates Video, wo wir uns die alle mal anschauen und sagen, hey, das und das und das lief schief. Für die Zukunft wissen wir lernen daraus und wir achten auf das, das und das. Mache ich demnächst ein separates Video, kommt dann eben demnächst. So, da war der Kamera-Akku weg, jetzt sind wir wieder da. Damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich nicht unbedingt Scams, aber es gab ja auch, sag ich mal, einige mal, ja, einfach Fails oder Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Und darunter, gerade eben schon angesprochen, Yield Notes, nicht unbedingt ein Scam, aber ja, kam einfach die Ankündigung, hey, Auszahlung geht jetzt nicht mehr, wir müssen alles ein bisschen ändern, Gelder werden erstmal bis nächstes Jahr eingefroren und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Kann man machen, ist natürlich jetzt für uns nicht so geil, denn die Gelder sind natürlich erstmal weg. Ich habe jetzt zwar Anfang Januar, ist eigentlich jetzt nicht mehr Jahresrückblick, aber Anfang Januar dann eine E-Mail bekommen, dass wieder Gewinn gut geschrieben wurde, wie sie es angekündigt haben, aber auszahlen kann ich trotzdem nicht, von dem her nicht so cool. Dann, ja, weiterer Fail, sage ich mal, Trading Tower lief über Monate gut, monatlich schön seine Prozente beim Copy Trading gemacht. Ja, und dann hat der Trader einen Tag mal beschlossen, als er Gold getradet hat, dass nach seiner Erfahrung das so funktionieren sollte. Dummerweise ist dann morgens um 5 Russland in die Ukraine einmarschiert. Der Goldpreis hat einmal Wups gemacht und der Trade war weg. Da waren dann auch ein Haufen Kundengelder weg. Die beteiligt sind, wissen natürlich mittlerweile, es gibt einen Recovery-Fonds. Die Gelder werden wieder hochgetradet, damit jeder sein Geld wieder bekommt. Wie gesagt, alle Beteiligten wissen daher Bescheid. Das war dann der Zeitpunkt, wo wir auch gesagt haben, okay, Trading Tower, nee, lassen wir.
Und haben dann Ewigkeiten nichts weiter berichtet, haben aber im Hintergrund ja Limitless quasi daraus entstanden. Also gleiches Grundprinzip, aber ganz andere Strategie, wesentlich, sag ich mal, sicherer gefahren mit weniger Risiko und weniger Renditeziel natürlich auch. Hat auch von März bis, ich glaube, November einmal frei funktioniert. 4 bis 6% im Monat, alles super funktioniert. Dann kam halt dummerweise. Ich glaube, es war November, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Auf jeden Fall die Nachricht, heute Nacht hat der Neuseeland-Dollar irgendwas Komisches gemacht. Hingen wir 40% in der Miese. Klar, ist kein Totalverlust. Kann auch mal passieren, dass es mal runtergeht. Aber natürlich hängen jetzt die meisten, je nachdem, wann sie eingestiegen sind, trotzdem erstmal Minus. Je nachdem, wenn man natürlich vorher eingestiegen ist, kann sein, dass man trotzdem noch im Plus hängt. Was halt wieder mal gezeigt hat, hey, nur weil was lange gut geht, es muss nur einmal eine Sache schief gehen und dann ist erstmal der Tag gelaufen, sage ich. Und als vierten Fail nenne ich jetzt mal Parraiba World. Ich hatte ja lange keine Videos über Parraiba mehr gemacht. Wurde darum gebeten, dass mir auch keine macht. Wurde dann zu Trilliant, Trilando, TTT, nenn es wie du willst. Funktionierte soweit auch alles. Staking funktioniert. Das Einzige, was halt schwierig ist, ist die Sache mit dem Auszahlen. Da gab es Ewigkeiten keine Auszahlungen mehr, haben sich über 1,5, 2 Monate hingezogen. Jetzt kann man den. Irgendeinen der drei Tokens mit T auszahlen. Was passiert natürlich? Jeder, der jetzt monatelang nicht auszahlen konnte, verkauft erstmal. Heißt Tokenkurs schön in den Keller. Ist natürlich auch nicht mehr so cool. Aber da habe ich mal viele Informationen von vielen Leuten, die ich kenne, die tatsächlich auch mit dem Erich Eli und so in Kontakt stehen. Alle sagen mir, hey, das wird wieder, das wird cool. Deswegen denke ich mal, okay, als Scam hätte ich es nicht deklariert. Ja, für mich dafür quasi Parraiba so ein bisschen Fail des Jahres, hat super funktioniert, bis natürlich dann die ganze Krypto-Crash und Auszahlungsprobleme und Liquidität und so weiter kam. Dann deswegen zu Trilliant umgeschwenkt wurde und seitdem ist die ganze Sache so ein bisschen, meh. Da ist viel Vertrauen verloren gegangen, aber tatsächlich auch viel Einkommen, muss man sagen, weil, ja, ich kenne einige Leute, die haben da sehr gut verdient. Ja, und diese ganzen Scams, Fails, nicht so coolen Sachen, Problemchen, Crash, was auch immer alles, hat mich natürlich auch immer mal selber immer dazu gebracht, soll ich wirklich noch über solche Sachen reden? Weil ich weiß, einige von euch denken wahrscheinlich, hey, das ist auch nur einer von diesen YouTubern, der redet da in seine Kamera rein, der quatscht irgendwas, macht einen Affiliate-Link drunter, die Leute melden sich irgendwo an, er verdient gut Geld. Und ja, klar verdiene ich über die Links ein bisschen Geld, allerdings, das werde ich demnächst in einem separaten Video machen. Ich werde tatsächlich demnächst mal ein Video machen, so meine Einkommensquellen, wo ich mal erkläre, wie das ganze Konstrukt Hamsterrad-Aussteiger eigentlich funktioniert. Und werdet ihr feststellen, ist ein bisschen anders, als die meisten wahrscheinlich glauben. Deswegen anderes Video. Aber es ist natürlich für mich mies, weil im Endeffekt mache ich ja nur, was ich selber mache, dokumentiere es und dann könnt ihr euch das angucken, könnt euch überlegen, ob ihr es auch macht oder nicht. Das heißt, wenn, dann hängen wir meistens alle gemeinsam in der Moment, neue YouTube-Richtlinien, darf man nicht mehr sagen. Ist es für uns alle nicht so gut? Denn zum einen ist natürlich mein eigenes Geld in den Projekten, die mache ich jetzt auch nicht da rein, einfach damit es weg ist. Und zum anderen möchte ich auch nicht mal verantwortlich sein. Ich bin nicht wirklich verantwortlich, ich berichte hier nur Haftungsausschluss, wisst ihr so, ne? Ihr seid alle selber verantwortlich für das, was ihr tut. Trotzdem zeige ich ja, was ich mache und dann beschließt jemand, hey, möchte ich auch machen? Und dann geht es vielleicht in die Hose und dann hat man natürlich trotzdem das Gefühl, puh, ein paar Leute haben das gemacht, was bei mir funktioniert hat, jetzt funktioniert es nicht mehr. Blöd. So. Und weil ich will ja im Endeffekt, dass jeder von uns gewinnt. Wie gesagt, mein eigenes Geld mache ich auch nicht rein, um es wegzuwerfen. Genauso soll es für euch auch funktionieren. Daher waren ja einige von diesen mal Tagen, gut, als Atiora gegangen ist, das war mir vorher rauszusehen. Juicy Fields war dann schon so, uff. Und natürlich der Tag, an dem Trading Tower hier komplett den da gemacht hat. Das war wirklich der Tag, wo ich kurz überlegt habe, tatsächlich aufzuhören, die Sachen auf YouTube zu dokumentieren. Hab dann auch mit ein paar Leuten drüber geredet, aber die haben dann gesagt, komm, mach weiter. Und ich, ja, okay, komm. Man sagt ja selber, man greift auch mal daneben. Und das war ja nicht wirklich daneben gegriffen, weil es war ja kein Scam, sondern es war einfach nur menschliches Versagen. Ja, jedenfalls waren das ein paar Tage immer, wo ich dachte, muss jetzt echt nicht sein, ne? Aber gut, damit haben wir meine Sektion Fails erstmal abgeschlossen und wir sagen, wir gehen weiter in die Kategorie rund um den Kanal, rund um Hamsterrad Aussteiger.
Und da hat sich dieses Jahr ja doch einiges getan. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, die Webseite sieht komplett neu aus. Hier seht ihr einmal kurz die alte Webseite und hier einmal die neue. Also da hat sich ein bisschen was getan. Und dann gibt es noch mal einfach viele, viele neue Ideen, die ich immer mal ausprobieren möchte und nebenbei auch ausprobiere. Denn im Endeffekt ist der Kanal ja momentan so, dass ich im Endeffekt einfach nur dokumentiere, was ich mache. Und das ist jetzt für einen langfristigen Aufbau nicht unbedingt so schlau, denn jetzt berichte ich über Yieldnotes, über Juicy Fields, über My First Plant, über was auch immer und erzähle dort, was die Neuerungen sind. Natürlich sind diese Neuerungen für ihr, die da dabei seid, in dem Moment interessant, aber in 2, 3 Wochen, 2, 3 Monaten interessiert es kein Mensch mehr, spätestens wenn das Projekt mal wieder weg sein sollte, was ich jetzt nicht hoffe. Da sind die Videos einfach nicht mehr relevant, bekommen keine Klicks mehr und hängen da halt nur noch rum und interessieren im Endeffekt keinen mehr. Deswegen kommen immer mehr Videos, sag ich mal, auch mit lehrreichem Content. Zum Beispiel das Video mit den Schweizer Bankkonten, das kam ja sehr, sehr gut an. Das steigt auch kontinuierlich in den Klicks an. Also da kommen immer wieder Leute drauf. Und solche, ich sag mal, informativen Sachen, mit denen ich mich einfach beschäftige, will ich einfach demnächst immer mehr und mehr und mehr hier drauf bringen. Genauso kamen auch die Interviews ja sehr, sehr gut an. Hier vor allem mit Dr. Peter Reinhardt bezüglich Krösus. Da kann man, oh, erzähl mehr coole Videos und so weiter und so fort. Von dem her werde ich auch schauen, dass ich mehr und mehr Interviews mit den Beteiligten hinter den Projekten bekomme, aber auch, ich sag mal, Interviews mit anderen Leuten. Das ist nämlich die nächste Idee. Der Kanal und der Blog heißen eigentlich Hamsterrad Aussteiger und bisher geht es wirklich ja quasi nur um Finanzsachen und nicht auch um durch Arbeitskraft, sage ich mal, ein Business aufbauen. Wobei auf dem Blog ja einige Artikel dazu sind, noch zu Amazon KDP. Von dem her bin ich gerade schon dran mit einigen Leuten, die, ich sag mal, gerade so auf dem Weg oder gerade so aus dem Hamsterrad raus sind, ein paar Interviews zu machen, wo die einfach mal ihre Story erzählen. Erstens, wie kam es dazu? Was haben sie gemacht? Welche Probleme hatten sie und wie haben sie es jetzt geschafft? Oder sind kurz davor, es zu schaffen, aus dem Hamsterrad rauszukommen, dass man einfach mal ganz, ganz, ganz viele Perspektiven sieht, wie Leute es gemacht haben, wie sie zu Geld kamen. Es gibt ja so unfassbar viele Möglichkeiten. Und wir kennen alle diese 20 Möglichkeiten, 20, 23 online Geld zu verdienen. Diese neue Methode, 30 Euro am Tag, diese neue Methode, dies, verdiene mit bla. Problem ist, die Leute haben es meistens halt nicht selber ausprobiert, selber nicht gemacht, theoretisieren die rum und da steht meistens noch dabei in Klammern mit Beweis. Und der Beweis ist dann die Berechnung, was eine Software berechnet, was man bei Amazon mit einer Nische, mit einem Buch verdienen kann. Wo jeder, der sich mit dem Thema wirklich mal beschäftigt hat, wie ich früher, weiß, dass die Zahlen einfach komplett Banane sind. So, aber ist mit Beweis. Deswegen will ich eben ein paar Leute ranbringen, die tatsächlich mit einer bestimmten Idee Geld verdient haben. Viel Geld, nicht nur ein bisschen was dazu, sondern viel Geld, um eben jetzt irgendwo auf der Welt leben und arbeiten zu können. Einfach mal so ein paar Hamsterrad-Aussteiger-Stories. Das ist ein ziemlicher Zungenbrecher. Und passend dazu habe ich tatsächlich auch ja, gegen Ende des Jahres endlich mal mein Instagram wieder auf Vordermann gebracht. Ich poste es wieder so alle 2, 3, 4 Tage mal ein bisschen Beitrag, wo ich so ein bisschen meine Meinung geige zu Sachen, weil immer ein YouTube-Video dauert halt doch sehr lange. Mal so ein kurzes Bild mit einer Caption, da gibt es dann doch, das ist dann doch wesentlich einfacher produziert, von dem her mache ich da einiges. Und tatsächlich poste ich dort auch mittlerweile öfter Stories, was ich denn so den lieben langen Tag mache. Denn wie schon vorhin erwähnt, ich bin eigentlich nicht YouTuber, der nur YouTube-Videos macht, sondern ich habe noch ein bisschen mehr zu tun. Von dem her, wen das vielleicht interessiert, was ich dann sonst so noch mache oder auch diese kleinen Info-Happen haben möchte, einfach mal auf Instagram folgen. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Ich weiß, einige von euch folgen mir sogar. Alle anderen können ja vielleicht noch. Ich meine, wir sind 2300 Leute hier. Ich glaube, ich habe 400 Follower auf Instagram. Potenzial nach oben. Heißt aber gleichzeitig auch, ich kann definitiv nicht der krasse Influencer sein und nur mit Social Media mein Geld verdienen, sondern ich muss noch ein paar andere Sachen machen. Und damit kommen wir noch zum letzten Punkt dieser Kategorie. Das sind einfach so ein paar Sachen, die mir während des Jahres immer wieder ja, eingefallen sind, aufgefallen sind, wo ich mir überlegt habe. Und zwar geht es ja darum, was man zeigen kann und was man nicht zeigen kann. Adressen von Wallets blöre ich hier immer weg. Namen muss man natürlich sowieso wegblören, ist klar. Aber was zeige ich, was zeige ich nicht? Natürlich würde ich auch gerne mal von allem, was ich so mache, irgendwie mal die Einnahmen zeigen. Zum einen,
dass ihr seht, hey, okay, der Typ labert keinen Mist, das funktioniert wirklich. Auf der anderen Seite sind wir aber auch im Neid, Missgunst und Abmahnland Nummer 1, nämlich in Deutschland, wo sobald dann irgendwie mal gezeigt wird, was jemand was macht und wenn es da vielleicht ein bisschen besser läuft, dann wird immer gleich mal draufgehauen. Wir hatten es zum Beispiel vor kurzem in einer anderen Firma. Einfach mal, das ist jetzt kein Witz, als Beispiel. Ne? Geht es um DNA-Analysen, das Gesundheitsbereich, ja, Spoiler. Und wir haben gesagt, eine DNA-Analyse kann dir helfen, dein Wunschgewicht zu erreichen. Was ja jetzt erstmal logisch klingt, ne? Weil du machst eine DNA-Analyse, bekommst eine Auswertung, orientierst dich an der Auswertung und dann erreichst du vielleicht deine körperlichen Ziele. Dann wurden wir tatsächlich angeschrieben von einem Verein, nennen wir sie jetzt mal, und denen hat es nicht gefallen, denn die Analyse führt ja nicht dazu, dass man eventuell sein Wunschgewicht erreicht, sondern nur nachher das Ausführen der Ergebnisse. Jedenfalls haben sie uns dann erstmal schön verklagt, dass wir entweder die DNA-Analyse nicht mehr verkaufen dürfen oder 15 Millionen Sachen an der Webseite ändern und uns durch drei Instanzen klagen. Warum? Willkommen in Deutschland. Auf jeden Fall führt das dazu, dass ich mir eben sehr stark überlege, was ich online zeige und was nicht, was ich schreibe und was ich nicht schreibe. Denn es gibt viele, viele Sachen, die man vielleicht wissen sollte. Und deswegen kam auch die Idee auf, dass ich demnächst einen eigenen Mitgliederbereich machen werde. Der kostet dann einmalig ein paar Euro. Also jetzt bitte nicht gleich schreien, oh mein Gott, der will uns was verkaufen. Nein, sondern mit 10, 20, 30 Euro, keine Ahnung, wird sich noch sehen. Der quasi unser eigener Mitgliederbereich ist, weil in dem Moment sind wir nicht mehr öffentlich auf YouTube, nicht mehr hier Community-Richtlinien und großen Algorithmen unterworfen, sondern haben unsere eigene kleine Höhle, wo ihr dann quasi den AGBs zugestimmt habt, dass ihr Coaching-Kunden von uns seid und wir euch nur informatives Material geben, das auf unseren Meinungen berührt, keine Beratung ist, keine Empfehlung ist und so weiter und so fort. Und dort kann ich dann mal ein paar Sachen vielleicht sagen, die ich hier nicht unbedingt sagen sollte. Und außerdem hat das noch den Vorteil, dass wir dort dann natürlich die Projekte, die eigentlich verbieten auf YouTube, Instagram, Facebook, Instagram, wo auch immer online, irgendwie, wo sie sagen, wir möchten keine Werbung, dass wir die in diesem internen Bereich natürlich alle offen zeigen können und ihr die auch seht und ich was dazu sagen kann. Naja, jedenfalls sind wir gerade dran, diesen Mitgliederbereich zu bauen. Wie gesagt, wird wahrscheinlich einmal ein paar Euro kosten, einfach damit wir diese Trennung von öffentlich zu interner Bereich haben und dann herrschen dort einfach ein paar andere Spielregeln. Und damit kommen wir zur letzten Kategorie, nämlich was hat diese Person Dennis so das letzte Jahr übergetrieben? Wenn es nicht interessiert, natürlich einfach gerne jetzt abschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Aber da ich ja doch immer sehr, sehr viel Feedback eben auf das finanzielle Freiheit-Tagebuch bekommen habe, dachte ich mir, ich packe den Teil einfach mal mit rein. Vielleicht interessiert es ja jemanden. Könnt auch gerne, wie gesagt, auf Instagram folgen. Da gibt es immer so Behind the Scenes, was ich eigentlich gerade mache. Wie gesagt, ich quatsche nicht den ganzen Tag in der Kamera. Von dem her, das gute Tablet ist am Start mit den Notizen. Denn es war echt viel. Und zwar war dieses Jahr so das erste, wo ich tatsächlich dieses Thema finanzielle Freiheit und örtliche Freiheit mal vielleicht ein bisschen übertrieben habe. Ich bin ja seit 2017 nicht mehr angestellt, kann seit 2017 jeden Tag machen, was ich will. Das allein ist schon eine Vorstellung, die sich viele eigentlich gar nicht vorstellen können. Ich kann es mir zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen, jetzt irgendwie einen Chef zu haben, der mir sagt, wann ich was zu tun habe. Und seitdem habe ich natürlich auch immer eben selbstständig Geld verdient. Wie gesagt, einige wissen vielleicht auch vom Blog, wir haben eine Online-Marketing-Agentur. Geld kam immer gut rein, gut Geld verdient, war alles schön und gut, aber man musste halt dann doch eben für die Kunden arbeiten und so weiter und so fort. Und dieses Jahr war jetzt so dieser Turning Point, wo sich alles so ein bisschen umgeswitcht hat, wo plötzlich so viel Geld automatisch reinkam, ohne dass ich noch viel machen musste, dass sich einfach dieses Jahr so ein bisschen was geändert hat. Und ich habe mal ausgerechnet, ich war, glaube ich, nicht einmal länger als 3 Wochen am Stück tatsächlich zu Hause, deswegen kommen manchmal auch die Videos ein bisschen unregelmäßig. Ich war 2-mal in Dubai, 2-mal in Zypern, 7-mal in Prag, in Österreich bei MFP, Klagenfurt, ne? Video habt ihr gesehen. In Dubai waren wir beim Saphir Summit, das Video kommt demnächst auch noch, da wurde ich einfach mal ins höchste Büro der Welt eingeladen. Istanbul und noch ein paar Mal in Nürnberg, denn da sitzen zum Beispiel die Jungs von Uptrend. Von dem her, ja, reisetechnisch einiges gesehen. Ich war schon immer eigentlich relativ viel unterwegs, aber dieses Jahr ist es echt eskaliert.
Und ging mir dann gegen Ende tatsächlich auch echt auf den Keks, weil immer dann aus dem Kofferleben, dann bist du 2 Wochen hier, dann eine Woche dort, dann 2 Wochen da, dann wieder hier. Irgendwann reicht es einfach und man hat einfach schon mal keine Lust mehr. Kann man sich vielleicht nicht vorstellen, wenn man nicht so viel reist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo du stehst, aber wenn es mal so weit ist, irgendwann sagt man einfach so, okay, reicht jetzt. Ansonsten, dadurch, durch das Reisen, lernt man natürlich einen Haufen Leute kennen und man trifft auch viele Leute von Projekten. Also zum Beispiel war ich in Klagenfurt, lerne dort ein paar Leute kennen und plötzlich rennen ein paar von den Leuten, die man in Klagenfurt bei My First Plan kennenlernt, rennt in Dubai wieder rum und man lernt die da kennen. Also nochmal, sieht sie nochmal und hat einfach überall diese coolen Leute um sich rum, die selber immer neue Projekte anschleppen. Man hat immer neue Kontakte, die haben wiederum Kontakte, die einem irgendwas bringen. Das ist einfach, es baut sich so cool auf und es ist einfach diese Leute, mit denen man so rumhängt, die haben einfach, ich sag mal, ein anderes Mindset als die meisten Deutschen. Also, gibt's nicht, hast du gehört, Ursula? Bei Manfred und dem Michael im Nachbarhaus, da hat die Enrique hat erzählt, dass da bei den Nachbarn, so, das gibt es dann nicht, sondern da ist einfach eine coole Atmosphäre, man geht zusammen essen, man ist auch mal irgendwie Yachtparty, Bootstour, sonst irgendwas. Aber es geht halt viel um Business und jeder will einfach vorwärts kommen und so sein Ding machen. Und gleichzeitig aber gucken, hey, wie können wir vielleicht zusammenarbeiten, damit wir gemeinsam einfach noch schneller vorwärts kommen. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr cool. Und genauso habe ich ja auch einige von euch kennengelernt. Ich weiß, ich bin nicht unbedingt der aktivste Moderator in der Telegram-Gruppe. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ihr könnt auch selber austauschen. Aber einige von euch haben sich ja auch ja, privat bei mir gemeldet, haben geschrieben, entweder wegen ein paar Fragen zu einem Projekt oder wegen irgendwas anderem. Da kam man ins Gespräch. Und da sind auch einige mal sehr nette Bekanntschaften dieses Jahr entstanden. Und wenn man dann mal auf einem Event war, hat man sich dort getroffen. Oder wenn man eben irgendwie auf der Durchreise zu irgendeinem Ort war und man wusste, okay, auf dem Weg dahin wohnt der und der, dann bin ich halt mal da vorbeigefahren, habe dort mit denen Kaffee getrunken. Also ich habe sehr, sehr viele Leute, coole Leute durch den YouTube-Kanal kennengelernt. Zum einen eben, wie gesagt, die Projektleiter, die neue Sachen bringen, die dann hoffen, dass ich Marketing für sie mache. Und zum anderen aber eben auch die Community-Leute einfach. Und das ist, ich finde es einfach sehr cool, weil dafür mache ich es natürlich auch ein Stück weit. Denn ich weiß nicht, wer so die vier Menschentypen kennt: Rot, Gelb, Grün, Blau, Initiativ, Dominant, sonst was. Oder nach Toby Beck ist das bekannteste: Wal, Eule, Hai und Delfin. Ich bin tatsächlich, obwohl wir viel über Zahlen reden, ein ziemlicher Delfin. Das heißt, ich möchte eigentlich nur Spaß haben und dass die Leute um mich herum auch Spaß haben. Und deswegen gibt es diesen YouTube-Kanal auch so ein bisschen. Weil, was bringt es mir, wenn ich jetzt mich damit beschäftige, wie ich noch mehr Kohle verdiene, damit ich mir dann irgendwie in Zypern 4 Wochen eine Villa mieten kann und dann alleine 4 Wochen in einer komischen Villa in Zypern hocke? Da gucke ich doch lieber, dass ich andere Leute um mich rum, mit denen ich mich gut verstehe, helfe, dass die den Weg mitgehen, auch gut Geld verdienen und dann einfach mitkommen, dann hat man 4 Wochen eine geile Zeit zusammen in der Villa. Das ist viel besser als alleine. So. Und das ist, wie gesagt, auch so ein bisschen Antrieb tatsächlich, warum ich das hier alles mache. Einfach, um andere Leute mitzunehmen, damit wir alle mehr Spaß haben, weil alleine Spaß haben ist blöd. So, und jetzt um einmal so einen abschließenden Bogen drum zu schließen. Wie gesagt, das ist einfach sehr, sehr cool. Viele Leute kennengelernt. Und ich komme immer tiefer so in diesen Hasenbau-Finanzen rein. Denn ich bin immer der Meinung, ich habe eigentlich, mein Wissen ist relativ normal, ich habe keine Ahnung von gar nichts. Dann redet man mit ein paar Leuten, die haben dann riesige Fragezeichen im Kopf und du denkst, okay, dein Wissen ist doch nicht so ganz normal. Man ist in dieser Bubble drin. Um mich rum hat jeder Kryptowährung, um mich rum hat jeder irgendwelche Projekte. Und dann erzählst du irgendwelchen fremden Leuten davon, wie man Kryptowährung oder wie man in das Projekt einsteigt und die sagen, ja, wie kaufe ich überhaupt Kryptowährung? Dann denkst du, oh ja, du bist in der Blase. Und da ist einfach dieses, okay. Ich weiß wahrscheinlich viel mehr als der normale Mensch, aber ich selber fühle mich trotzdem einfach irgendwie strunzdoof im Vergleich zu einem Warren Buffett oder so. Bin ich halt so, ich weiß gar nichts, ich habe keine Ahnung, Digga. Und deswegen, man kommt eben immer tiefer in diesen Hasenbau rein, lernt immer neue Sachen, immer coole Leute und sieht natürlich, was hier möglich ist, was da läuft, was da hinten läuft, über das man überhaupt nicht reden darf, weil du sonst sofort im Knast landest. Und lauter solche Sachen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr. Eben der Kanal hat ja auch dieses Jahr quasi erst richtig, sag mal, letztes Jahr richtig angefangen.
wo dann erst die 1000er-Marke Abonnenten durchbrochen wurde, dann die 2000er-Marke und dann habe ich ein bisschen verpennt, die Videos zu machen und seitdem hängen wir da halt fest. Wird jetzt wieder mehr, deswegen hier auch einigermaßen neues Studio, damit es hier mal einen einigermaßen professionellen Look bekommt. Tja, das war's eigentlich. Von dem her, wie gesagt, gerne mal auf Instagram vorbeischauen und ansonsten danke an jeden Einzelnen, der natürlich in dem letzten Jahr hier unten auf den Abo-Button gedrückt hat. Genauso auch ein Danke an die Leute, die immer regelmäßig unter den Videos kommentieren, um dass der Algorithmus was zu futtern hat, dass YouTube sieht, okay, das Video ist ganz cool. Speziell an den Kollegen, der einfach wie so ein Roboter unter jedes Video nice schreibt. Keine Ahnung, wer du bist, aber ich mag dich. Von dem her war es das hier mit dem Jahresrückblick. Ihr wisst jetzt, was auf euch zukommt. Viele Videos sind schon abgedreht, sei es Hamsterrad-Stories, sei es neue Interviews mit Projekten oder eben das Einnahmenvideo. Wie funktioniert eigentlich dieses ganze Konstrukt Hamsterrad-Aussteiger? Von dem her gerne gespannt sein. Kanal abonnieren, Glocke drücken, so dass ihr es mitbekommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.